So, werte Geister und Geisterinnen, herzlich willkommen im nächsten Part von Let's Play Dead Space Blind. Wir wollen auf die Brücke zu unserem Commander Black, unserem guten schwarzen Freund, sollen dazu mit dem Zug fahren, aber ich glaube, ganz so leicht wird das nicht. Bitte tötet mich nicht, Freunde. Tötet mich doch nicht, wir sind doch alle, wir sitzen doch alle im selben Schiff, Freunde, ne? Da kann man doch auch mal ein bisschen nett sein. Nö, so fangen wir gar nicht an. Medipacks werden ja nach wie vor mitgenommen. Ah, aber für was? Für was? Für was? Für was? Für was? Plasma-Energie brauchen wir auch. Scheißen wir doch wieder aufs Impulsgewehr. Ah. Fuck. I'm not sure yet, Freunde. I'm not sure yet. Ich weiß es nicht. Ich weiß, aber wir haben... Ah, nee, das ist nur ein Medipack noch. Das ist nur ein Medipack? Dann hauen wir den Luftkanister weg, weil wenn wir eins bis jetzt noch nicht brauchten... Dann waren es Luftkanister und nehmen dafür, nein, ihr möchtet das Medipack, jawohl, nehmen dafür das Medipack, weil die brauchten wir ja nur doppelt, wenn nicht dreimal so oft, wie so einen blöden Luftkanister. So, ich bin mal mutig und laufe hier lang, auch wenn mir die Schatten da an der Seite gerade schon wieder verraten haben. Hi, Nicole. Aha. Wer ist denn? Gefahr, Zutritt nur für autorisiertes Personal. Super. Habe ich ja Bock drauf. Hallo. Ach nee, das kennen wir ja schon hier. Ihr wisst aber bei Dead Space, das haben wir gelernt, dass die Aliens sich ja im Schiff bewegen. Das heißt, auch wenn das hier mal sicher war, muss es das jetzt nicht mehr sein. Aber... Ah ja, toll. Was rede ich überhaupt, Freunde? Was rede ich denn überhaupt? Was habe ich überhaupt was gesagt? Ohne Witz. So, komm. Tschüss. Plasma-Energie auch voll. Okay, wir wollen im Shop gucken. Denn ich glaube auch, oder gab es da einen extra Automaten? Ich glaube nicht. Oder das war auch im Shop. Ja, Medipack-Mittel, wunderbar. Wir wollten eigentlich mal einen neuen Anzug. Der kostet 10.000. Ich glaube, wir haben aber einiges auch wieder zu verkaufen. So ein Halbleiter Gold zum Beispiel. Geil. So ein Anzug ist wichtig, Freunde. Das wissen wir. Der gibt uns nicht zuletzt. Der gibt uns nicht... Was nu? Ach, den haben wir doch schon. Ah, das zeigt ja auch an, was wir schon haben. Ach, fuck it. Wir haben keinen neuen Anzug. Ich möchte aber gerne einen neuen Anzug, Freunde. Ich möchte aber gern. 10.000. Wir haben 10.000. Aber wir können nicht kaufen, ne? Haben wir schon. Bereits im Inventar. Ah, der Anzug ist bereits in unserem Inventar. Das ist auch geil. Schade, ich hätte sehr gerne den neuen Anzug. Wir bleiben aber dabei. Wir warten auch auf den nächsten Anzug. Denn er gibt ja auch mehr Inventarplatz und so ein Zeug. Von daher würde ich sagen, bleiben wir einfach mal dabei. So, Plasma-Energie sieht auch gut aus. 100 Stück, das sollte in der Regel reichen. Wir sind ja jetzt dabei, dass wir für die Aliens so 3 Schüsse brauchen. Für die normalen eigentlich, ne? Wir speichern nochmal und dann geht es zurück zur Monorail-Station. Und dann ins nächste Gebiet schon wieder. Ich glaube, wir haben insgesamt 9 oder 10 Sektoren, kann das sein. Und wir waren jetzt aber schon bei 5, wenn ich mich nicht irre. War es nicht so? Kann jetzt auch alles komplett falsch sein. Da habt ihr natürlich recht. So, mehr Plasma-Energie für uns. Wir sind... auf dem richtigen Weg und wir verlassen auch schon wieder diese Zone. Wir erinnern uns, wir sind hier letztens angekommen und ja, da ist er, unser Zug, in dem wir bis jetzt zum Glück noch nie auch irgendwelche Gefahren hatten. Der Zug ist eine schöne Sache und ja, wir fahren weiter. Monorail-System. Und wir haben... Oh, Kapitel 3 waren wir erst. Okay, dann... war das vermutlich alles komplett falsch, was ich gesagt habe. Ist ja auch mal schön. Fortschritt speichern. Ja gut, wir speichern doch gerne nochmal, Freunde, wenn wir alles so viel hätten. Wie Speicherpunkte, wäre das ja auch schön. Kapitel 4, bevorstehende Vernichtung. Ja, natürlich. Wo fahren wir denn hin? Aha, ja, zur Brücke erstmal. Genau, einmal komplett durch. Denn wir müssen natürlich diesen Meteoritensturm irgendwie... Ja, verhindern können wir nicht, aber wir müssen versuchen natürlich, ihn irgendwie abzufangen. So, die... Boah, Junge... Facken. Facken, geil. Das System ist total abgeraucht. Ich brauche Ihre Hilfe, um das zu reparieren. Kendra, wenn Sie mich hören können, versuchen Sie bitte, die Schiffsprotokolle einzusehen. Scheinbar haben Sie von dort aus besseren Zugang. Wann wollten Sie uns von dem Artefakt erzählen, Hammond? Sie wissen schon, dieser Marker. Davon weiß ich nichts. Er wird in den Berichten des Kapitäns erwähnt. Sie haben ihn vom Planeten hochgebracht. Er ist auf dem Schiff? Im Frachtraum. Sie glauben, er stammt von einer außerirdischen Intelligenz. Keine Ahnung, was es ist. Ach, was? CEC wusste nichts darüber. Sie lügen doch. Augenblick mal, ich bin hier nicht der Böse. Wir sind gerade alle etwas aufgewühlt. Sie werden mir einfach glauben müssen, dass ich nichts darüber wusste.
Das Trümmerfeld erreicht. Bringen Sie uns zum Cockpit des Captains. Ich werde Ihnen später alles erklären. Hammond out. Okay, ja, jetzt auch noch hier anscheinend angesetzte Intrigengeschichten zwischen unseren, Freunden nicht, aber vielleicht Mitstreitern. Was steht da denn? Irgendwelche kryptischen Runen? Das sieht auch nicht ganz so gesund aus. Schön. Ich habe so das Gefühl, dass unsere Mitstreiter ja auch noch früher oder später zu irgendeinem Mistvieh transformiert werden. Wir Glück haben, dass wir unseren coolen Anzug tragen. So, weiter geht der Spaß. Attention. Aha. Hallo, oh, 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 hallo, sie waren wegen der Beine am... Mutation hier, what the fuck? Oh, fuck my life. Holy fuck. Tut das Not? Ach, Guys, erinnert euch an den Part, wo ich mich noch gefreut habe? Lol, keine Jumpscares und so. Schön Dead Space. Schön, dass du meine Let's Plays guckst und mich verarscht. So, Freunde. Anzug Level 3, come on. Strahlmunition. Aha, Anzug. Mann, warum? Ich will einen Anzug. Das bisschen Anzug kauft sich doch von allein. Ah, Mann, oder müssen wir den... Nee, den haben wir angezogen bekommen. Wir haben den Anzug an. Wir haben den nicht in Inventar oder so. Nee, haben wir nicht. Gut, Glück. Glück gehabt. Wäre sonst ein bisschen sehr komisch gewesen. Ich wollte trotzdem mal gucken, was das da oben... Wie blätter ich denn hier weiter? Da ganz oben seht ihr ja auch, ne? Da sind da auch verschiedene Abteilungen. Hm. Panzerung 5% ist natürlich auch fett. Ja, müssen wir, wollen wir hier sonst noch irgendwas kaufen? Ich weiß nicht, Ripper, ich bin mit unserem Waffenarsenal eigentlich recht zufrieden. Mit zeitgesteuerten Minen, Ripper, ich weiß es nicht. Anzuglevel, nö, eigentlich nicht. Eigentlich haben wir alles, was wir brauchen. Stasepack und Luftkanister kamen jetzt auch noch nicht so zum Einsatz. Wir haben noch genug Medipacks, ich bin guter Dinge. Oh! Oh! Okay... Okay, what the fuck? Warnung, Bruch in der Hülle registriert. Okay. Hab so ein bisschen das Gefühl, dass hier jetzt gleich ein Luftlevel losgeht. Ich sehe schwere Schäden, die Eindämmung sollte aber okay sein. Die Lebenserhaltungssysteme sind stabil, wir müssen jetzt das AAS zum Laufen bringen. Okay, komm, wir sind jetzt an Bord gegangen. Wiederhole, sind an Bord. Wir werden angesetzt. Was zum Teufel sind das für Kreaturen? Die haben schon fast die gesamte Deckmannschaft umgebracht. Wir brauchen hier dringend Sicherheitsverstärkung. Waffen müssen nicht. Wir können sie nicht lange zurückhalten. Wir sehen, dass sie hier auch teilweise überrascht wurden, hier noch im Sitzen. Boah, und natürlich wussten die Leute, die dann hier sicherheitsmäßig ankamen, auch nicht, was wir wissen mit dem Tentakelschießen und so weiter. Das ist natürlich... Das ist schon krass. Das ist schon krass. Das ist schon Walking Dead-Style. So, Freunde. Wie sollen wir hier weitermachen? Wir sollten irgendwas aktivieren. Ich schätze mal, das tun wir hier ganz vorne. Zentrale Steuerungen liegen in der Regel zentral, lol, oder auch nicht. Hier leuchtet doch trotzdem irgendwas. Dann hier vielleicht? Speicherstation? Ah ja, das sieht ganz danach aus, ne? Da darf ich doch jetzt runter. Ja, natürlich. Natürlich darf ich da runter. Hammond auf der Brücke treffen, der könnte uns ja auch mal entgegenkommen, der Sack. Der meinte doch auch, dass der irgendwas bei sich hier in der Nähe noch eingesperrt hat und so weiter. Und so noch Kapseln, wow, haha, Freunde. Oh oh. I have not a really good feeling, ne? Würde Arnie jetzt hier singen. Komm, wir fahren... Ach, nach unten auch noch. Schön, der hat sich auf jeden Fall gut verbarrikadiert. Kann auch sein, dass der jetzt von dem Einschlag da zerquetscht wurde. Na, das wär's ja auch noch. Das wär's ja auch noch. So, das sieht doch nach den Kapseln aus, wo der die Viecher eingesperrt hat. Schema, Anzug Level 3, finally! Nein! Ich muss es haben! Ich muss es haben, Freunde. Was hauen wir weg? Ja, Luftkanister können wir nicht alle wegkauen. Dann hauen wir Impulsdinger weg. Komm, scheißen wir mal drauf. Schema möchte ich. Jawohl. Okay, sehen wir da vielleicht schon was drin? Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Nö, sieht nicht so aus. Okay. Da sind wir bei... Wir sind tatsächlich angekommen bei ihm. Hi. Mann, haben Sie mich erschreckt. Ja, du erschreckst mich auch immer, du Sau. Wir wurden von einem verdammten Asteroiden getroffen. Hören Sie, ich weiß, dass Kendra mir nicht traut, aber ich weiß wirklich nichts über einen Marker oder sonst was.
Das hier sollte eine Reparaturmission sein. Ganz easy. Easy. Das Chaos da ist das Asteroidenabwehrsystem. Ich kann die Platinen halbwegs reparieren, aber die Hauptenergiezufuhr ist hinüber. Sie müssen die Energie manuell über mindestens 3 Verteilerkästen umleiten, um die Primärkanone zu aktivieren. Aktivieren Sie aber zuerst die Atriumaufzüge der Brücken-Security. Darüber erreichen Sie die Verteilerkästen. Übrigens, Isaac, seien Sie vorsichtig. Ich habe da was gesehen. Ich habe keine Ahnung, was es war. Habe es auch nur kurz gesehen, aber es war riesig. Gewaltig. Ja. Sonst noch irgendwas, was mich irgendwie weiterhin demotivieren könnte, du schwarzes Arschloch. Manno, kann doch nicht wahr sein. Übrigens, ne, reparier das mal und da draußen ist irgendwas, was sich mit seinem kleinen C zerquetschen könnte. Toll, dann waren das alles, was wir, also was heißt alles? Das ganze Zeug, was wir gesehen haben, sprich die Tentakel, die uns gegriffen haben, das Maul, das eben nach uns geschnappt hat und alles solche schönen Sachen. Das waren alles Teile des Bosses dann vermutlich mal. Oh ja. Was, zurück? Hä? Ja, da hat er das drin versiegelt. Und? Ich dachte, das kommt jetzt raus. Hat's irgendwie keinen Bock drauf gehabt. Okay, dann viel Spaß hier da unten drin. Wir hätten es natürlich jetzt auch töten können, aber gut. Dann lassen wir es halt bei ihm da unten. Oh, hier flackert's Licht. Hier flackert's Licht. Oh ja. What the fuck? Ist das der Boss? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe auch keinen Teil. Ich sehe auch keinen Teil, Freunde. Von daher würde ich sagen, wir sehen Teile des Ganzen, ne, im nächsten Part. Wir speichern noch. Und dann geht es zurück. Die Geräusche lassen uns vermuten, dass das vermutlich nicht unsere angenehmste Reise wird. Aber das sind wir ja zum Glück in Dead Space mittlerweile gewohnt. Wir sehen uns im nächsten Part, Freunde. Bis dann.